Und wie versprochen, spielen wir Far Cry 3. Ihr wisst, wo wir stehen geblieben sind? Alles geht den Bach runter. Ich sage erstmal nichts. Ich glaube, wir sind hier in einer ziemlich verzwackten Situation. Auf geht's! Wundert euch nicht, warum ich kurz Pause drücke. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mein Programm aufnimmt. Muss ich ehrlich sagen. Einen Moment, kurzer Test. Okay, es nimmt auf. Wunderbar. Wir gucken weiter. Los geht's. Who gave you that ring? Hm? Ask you a question. Who gave you that ring? Hm? Teacher gave you that ring? My sister gave you that ring? Huh? You think it makes you one of us? You think that makes you like me? Huh? California boy's got a hard on. Jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Du hast aber den Hals geschossen. Tut mir leid, tut mir leid. You are angry. Okay, I get that. I get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, the first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, 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 please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Oh Gott, es tut mir leid für deine schwere Kindheit. Like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. It's okay. Alright. Okay, der Shit hat was mit unseren Tattoos zu tun. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful. But you're willing to die for the one you love. Ist das dann der Umriss unserer Waffe? What the fuck? Unsere Waffe ist ein Geist! Oh shit, was machen wir? Kann ich das machen? Ich weiß es nicht. Nein, er macht selber. Wir müssen uns befreien. Nein! Alles geht schief. Kinder, ich halte es nicht aus. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin doch so ein kleines Seelchen. Meine Fresse, die Frau saß vor uns. Wir fighten seit 100 Jahren. Oh ja, Lisa, ich verspreche es. Ich mache nichts anderes. Ah, wir brennen! Oh Gott! Gerade an Uncharted 3 denken. Was muss ich schießen? Ah. Lösche, Wasser, lösche. What? What? Hey, lass mal durch. Ah. Allerdings. Ah, oh. Grafik ploppt auf. Okay, komm raus hier jetzt. Jesus! Lisa, I can see the door, I'm coming! Mit einem Messer und einem mächtigen Schlag machen wir eine ganze Holztür platt. Oh Gott! Kinder, wie haltet ihr das aus? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mal sprechen, merkt es. Halt dich doch wenig, bitte, Jason! Ey, du bist ja sogar lustig in so einer Extremsituation. Das, wer hätte das gedacht? Komm jetzt hier, mach Feuer aus. Langsam, langsam gewöhnen wir uns an die Situation. Merkt ihr das? Ja, genau. Doch, du hältst es aus, Mann. Ey. Deine bessere Hälfte sitzt da oben. Gütiger Himmel. Verdammter Käfer, ey. Was ist hier los? Wo ist hier wieder so ein Rohr zum Auspusten? Oh Gott.
Sollte natürlich hingucken. Wir haben nur noch eine Minute. Ja, ich komme schon. Du kannst ja durchs Feuer laufen für uns. Wir sind buchstäblich für unsere Frau durchs Feuer gelaufen. Kümmere dich doch mal um dich, Mensch. Na, wenigstens hat sich's gelohnt, Frau. Darf man das so sagen? Sag mir, wenn mein Geschmack schlecht ist. Jetzt tu's halt. Ich habe schon 1 Million Leute getötet. Um Gottes Willen. Und wir sind auch genauso schlecht. Das muss fürchterlich wehtun. Ich will's nicht wissen. Himmelsack. Hier läuft ja auch alles schief, was schief laufen kann. Komm schon, steh auf, Engelchen. Genau da vorne ist zufällig ein Auto. Da müssen wir mitfahren. Komm jetzt hier. Gott, wir werden schon wieder verfolgt. Gott, nein. Bitte sag mir, dass du gut fahren kannst. Du kriegst das hin. Das ist ein typisches Klischee. Am Schluss klappt es immer. Ich sag's dir. Wirklich. Ja, ich muss das Ding schieben jetzt. Fang nicht an zu fluchen. Ich glaube, wir schaffen es. Ich sehe niemanden. Und ein Mann, typisch wie es, freut sich natürlich, dass man richtig Katapum macht am Schluss. So ist das. Kriegst du Granate, wenn du auf uns schießt, Junge. Oh ja. Oh ja, wir haben Escape. Wir haben einen Granatwerfer, bei dem uns keine Munition angezeigt wird. Das heißt, wir haben gefühlte unendlich Granaten bei uns hier im Kofferraum. Bam! So. Jetzt macht sie mal richtig Bam. Läuft da echt Dubstep im Hintergrund. Das ist ja zum Feiern. Okay, weiter geht's jetzt hier. Wir schießen ein bisschen härter, Mädel. Denkt ihr nichts? Wieso ist da unten der Umriss unserer Waffe? Ich komme echt nicht drauf klar. Schrei mich nicht an, ich habe dich gerettet, Mann. Zeig mal Dankbarkeit. Multikill. Hey, die Mucke ist mein Style, echt. Nee, du könntest es ja auch gescheit machen. Dann brauche ich mich auch nicht beschweren. Ich muss hier Granaten schießen. Weißt du, das ist schwer. Das Ding an Rückstoß kugelt mir beide Schultern aus. Gleichzeitig. Kaboom. Nein! Gott, nein, du darfst, du musst mich verarschen. Lisa, du musst das hier, du musst das Ding reißen. Ich sag's dir, wie es ist. Oh Gott, nein. Habe ich den noch erwischt? Bitte sagen wir, dass ich den noch erwischt habe. Du hast jetzt kurz überlegt, ob du sterben sollst, ha? Oh mein Gott, kann ich den Sitz wechseln oder so? Ich muss doch irgendwie was machen können. Die schießen auf mich. Wie die Behinderten. Du musst fahren! Oh ja, also ich glaube, Jason findet langsam Gefallen daran, Tod zu produzieren. Jetzt, Mädchen, komm. Wir sind jung und schön, wir können überall durch. Es tut mir leid. Na, wenigstens mal jemand, der es offen sagt. A safe place. I'll take you there. Komm, wir gehen da jetzt gemeinsam hin. Ach,
Ach, war das toll. Ich freue mich wirklich jetzt schon. Zu diesem Zeitpunkt seht ihr das ja noch nicht, aber ich freue mich wirklich schon, euch diese Parts zur Verfügung zu stellen. Es war echt schön. Okay, Daisy is in a cave under the house. Wo ist diese Cave? Übrigens, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen Junk verkaufen. Komm mal mit hier rein. Keine Angst, hier ist es schön. Oh, und Skillen müssen wir auch, Mädchen. Du musst uns beim Skillen zugucken, das ist auch wichtig. Achso, wir hatten jetzt gerade hier unendlichen Shit. Alles klar. Oh Gott, kein Junk verkaufbar. So, Mädchen, ich muss kurz skillen. So, was kann man denn hier skillen? Irgendwie ist es sehr spärlich, was uns angeboten wird. Ja, dann machen wir das hier halt. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Pflänzelchen. Und wir machen noch Effects will last 25 S. Okay, das machen wir jetzt mal auch. Kill Death from Above, falls wir doch mal in die Verlegenheit kommen sollten. Ah ja, ist das nicht. Das ist schön. So. Jetzt haben wir geskillort. Nein, das wollen wir nicht. Crafting. Können wir was craften? Heidewitzka. Können wir hier irgendwas? Nee, da kann man nichts. Da kann man nichts. Den haben wir, glaube ich, schon. Schön. So. Alles klar. Weiter geht's. Unsere Arme leuchten mal wieder. Lisa Snow. Your girlfriend Lisa Snow, student council president of UCLA, up-and-coming Hollywood actress. A couple of parking tickets, nothing else on file. You should introduce me. I'm sure we get along. Wer schreibt den Shit eigentlich? Warum zeigt die den Finger? Oh, you gave me the finger? What the fuck? Okay, los geht's. So, jetzt, Lisa, komm mit jetzt hier. Die Frau ist hier unten irgendwo. Höhleneingang? Och nee, jetzt echt? Komm mit. Los, Hübschen. Bleib bei uns. Du kannst nichts für das Ganze. Das ist alles unsere Schuld. Aha, Höhle. So. Ist hier irgendwas zum Heilen dabei, wenn wir schon so viel Zeug kriegen? Das würde mich jetzt echt freuen. Ah ne, wir brauchen Greenleaf für Heilen. Ah ja, das hier, das ist schön. So. Guck mal auf, wo kommen da hin? Ja, toll. So. Haben wir das auch erledigt? So, dalle. New Recipes ready. So ein Zufall aber auch. Ah, wir haben zu viel Syringes. Aber was macht das? Unable to craft Syringe Kit, full serum, repels animals, won't work aquatic animals like sharks, crocodiles. Ich hab's nicht verstanden. Das liegt aber daran, dass ich euch hier jetzt mal echt ein bisschen Story Progress zeigen will. Der Part hat auch wieder nur noch 2-3 Minuten. Ach, ist das alles stressig hier. Weihnachtsstress. Jetzt weiß ich, was Leute damit meinen. Lisa? Ja, genau. Hier. You made it. Ach, herzerwärmend. Sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Genau, ich sehe mich mal nach Bootzeug. Okay, Leute, wir machen jetzt hier mal an der Stelle trotzdem einen Break, weil das ist doch hier eine hervorragende Stelle, um Eat Me zu machen, um zu unterbrechen. Denn wir haben hier ordentlich viel, was erlebt. Im nächsten Part geht es jetzt dann frisch weiter mit jeder Menge schönen Dingen. Hoffen wir es mal. Die will über irgendwas nicht reden. Far Cry 3, die Lage spitzt sich zu. Ich bin froh, dass wir das Spiel spielen. Ich bin froh, dass ihr so viel Spaß dabei habt. Ich habe ihn auf jeden Fall. Es wird nicht aufhören. Core L. P100. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Der spielt dieses Spiel. Und ihr seid dabei, weil ihr unwahrscheinlich viel cooler als alle anderen seid. Das muss auch mal gesagt sein. Klopft euch selber auf die Schulter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil dieses Lasst uns spielen Videoreihen Projekts Experiments elektronisch. Core verabschiedet sich für heute. Bis dann.